Oh, und wieder ein kleiner LKW. Zumindest eine Zugmaschine. Wobei, die kommt mir bekannt vor. Mehr dazu nach dem Intro. Servus und hallo, ich bin der Brickfan Vienna. Jo, und heute wird es wieder ein etwas kleineres Modell, ein etwas kürzeres Video. Und zwar geht es hier um diese Zugmaschine. Ja, sie kommt einem bekannt vor. Sorry. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ich habe euch vor einiger Zeit einen LKW vorgestellt, Tank-LKW. Ich verlinke euch gerne da oben. Von unserem lieben Community-Mitglied Vincent, MyMock City. Er hat mir damals die Anleitung für den ganzen Tank-LKW zur Verfügung gestellt. Danke nochmals dafür. Und er hat jetzt wieder einige neue Ideen und Anleitungen gemacht. Dazu komme ich aber noch in einem anderen Video. Er hat aber auch die Zugmaschine von dem Tank-LKW damals etwas überarbeitet. Und mich gebeten, dieses bisschen, sorry, bisschen vorzuziehen und euch hier vorzustellen. Und genau das tue ich auch. Gleich vorweg, entschuldigt ein bisschen die unterschiedlichen Grautöne hier. Ich habe in meinem Repertoire auf die Schnelle nicht die gleichfarbigen Steine gefunden. Im Original ist das Ganze dunkelgrau, also Dark Blue Screen. So viel dazu. Auch so von den anderen Farben her, also das, was hier weiß ist, ausgenommen die Spiegel, werden dann in so einem hellen Blau sein. Aber ja, wie gesagt, ich habe jetzt einmal aus dem gegriffen, was ich aus meinem Repertoire habe, beziehungsweise habe ich die Zugmaschine von damals von dem LKW überarbeitet, beziehungsweise zerlegt und neu überarbeitet. So, jo. Zuallererst, die Front selber ist relativ gleich geblieben von der Optik her. Auch so jetzt einmal im ersten Weg von der Optik her schaut das sehr, sehr ähnlich aus zum alten Modell. Der Unterschied ist einmal, was ich sehr, sehr schade finde allerdings, das Werkzeug, was auf dem alten LKW hinten drauf war, ist hier nicht mehr mit dabei. Das finde ich etwas schade, das hätte man vielleicht noch einbauen können. Ist ein nettes Detail, aber okay. Die Fläche ist jetzt komplett gefliest. Die Anhängerkupplung ist leicht überarbeitet worden. Die ganze Stabilität im unteren Bereich ist auch überarbeitet worden. Also wir haben hier jetzt eine einzelne durchgehende Plate, die auch hier mit diesen halbrunden abgesichert wird. Auch im Inneren ist es etwas massiver gebaut. Wie gesagt, das Ganze komplett gefliest. Diese zwei Kanalgitter, wie ich sie immer so nett nenne, entweder sind es die oder die vorderen, das weiß ich jetzt nicht auswendig, müsste in der Anleitung nachschauen, sind normalerweise auch in Dark Blue, aber ich glaube, es sind die hier. Ich habe sie aber in Flat Silber eingebaut, weil ich Dark Blue jetzt auf die Schnelle nicht gefunden habe und ich finde, gefällt mir auch besser, aber das ist natürlich auch immer so eine rein optische Sache. Jo, was auch ein Unterschied ist, auch das finde ich ein bisschen schade, es ist kein Sitz mehr drin. Ich werde das eh noch schreiben, diese zwei Details, weil das finde ich gehört schon rein. Also ein Sitz und eben diese Werkzeuge, die Schaufel, der Besen, das gehört einfach detailmäßig ein bisschen dazu. Was auch ein Unterschied ist im Vergleich, ich nehme auch nochmal die Windschutzscheibe nochmal runter, gleich mitsamt der Tür, egal. Im Vergleich zum vorigen, ich habe hier noch eine Kaffeetasse drinnen stehen. Die, jetzt muss ich gerade mal schauen bei mir, die soll wegkommen und da ist sie. Da ist eine, oder die kommt weg und statt der Kaffeetasse kommt dann eine Getränkedose hin.
In meinem Fall habe ich die jetzt hergenommen vom lieben Peppi-Onkel. Grüße gehen raus. Das ist die Peppi-Dose. Ja. Also, so soll es dann letztendlich ausschauen. Ich finde grundprinzipiell rein von der Überarbeitung her, rein von der Stabilität her, finde ich es gut. Absolut. Der Bau ist ganz typisch wieder einfach zu machen. Ich habe jetzt die Teile gar nicht abgezählt. Ich schreibe es euch einfach unten rein, wie viele Teile da drinnen sind. Es sind letztendlich im Original dann auch ein paar bedruckte Teile dabei, beziehungsweise Sticker, da weiß ich jetzt nicht auswendig, wie ihr arbeitet, aber ich glaube fast, dass es bedruckte Teile sind. Das sind eben die zwei Kennzeichen. Jo. Und zwar diese 1x4 Fliese vorne wird mit einem Kennzeichen versehen und die 1x2 hier hinten ebenfalls. Die habe ich natürlich nicht, logischerweise, deswegen sind sie hier nur blank drauf. Jo, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Er ist ja optisch wirklich gut gelungen, passt wie auch der gesamte Tanklaster wunderschön in eine kleine Stadt hinein. Ja, bis auf diese zwei kleinen Details. Ja. Jo, was sagt ihr dazu? Habt ihr solche Autos, habt ihr eine eigene Stadt? Schreibt es in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich verlinke euch natürlich auch Vincents Shop, also MyMoG City, beziehungsweise seine ganzen Profile, Instagram und Co. Es wird in einem weiteren Video dann noch zwei weitere Modelle von ihm geben, die habe ich fast fertig. Beziehungsweise sie sind eigentlich fertig, nur bei einem Modell möchte ich noch zwei Steine austauschen. Die sollten, ja, die sollten die Woche an und für sich kommen, weil ich habe wieder ein paar Steine über Bricklink bestellt für andere Projekte. Und wenn die dann ausgetauscht sind, dann zeige ich euch auch die anderen beiden Modelle. Jo, ansonsten soll es das für heute schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Bleibt unserer Community gewogen und wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Oder irgendwann auch wieder mal auf einer Ausstellung. Bis dahin, euer Brickfan Vienna.